Ja, meine Damen und Herren, ich würde gerne heute zu vier Punkten eingangs etwas sagen. Zum einen zur Parteivorstandssitzung am vergangenen Wochenende, zum zweiten zur Lage in Syrien, zu den Nebeneinkünften unserer Bundestagsabgeordneten und letztlich zum Thema Altersarmut. Der Parteivorstand hat am vergangenen Wochenende getagt. Wir haben dort die abschließende Debatte zur Wahlstrategie geführt und auch eine Wahlstrategie verabschiedet. Es gibt einen wichtigen Unterschied zu anderen Parteien. Wir veröffentlichen unsere Wahlstrategie. Das ist nichts Verwunderliches. Die Linke ist als demokratische Erneuerungsbewegung angetreten und deswegen liegt es in der Natur der Sache, Wählerinnen und Wählern der Öffentlichkeit mitzuteilen, mit welchen Schwerpunkten wir in die Wahl gehen und woran wir uns messen lassen. Ich will zu den Schwerpunkten etwas sagen, zunächst zum Thema Wahlziel. Sie wissen, dass wir 2009 ein außerordentlich gutes Wahlergebnis erreicht haben. Unser Ziel ist, so nah wie möglich an dieses Wahlergebnis heranzukommen. Wir haben keine Stimme zu verschenken. Wir haben das Ziel noch nicht erreicht, aber der Trend geht nach oben und wir werden alles dafür tun, dass das auch so bleibt. Wir werden uns auf einen Zweitstimmenwahlkampf konzentrieren, aber auch der Kampf um Direktmandate wird stattfinden. Ich will zu den fünf inhaltlichen Schwerpunkten etwas sagen. Zunächst, die Linke ist die Partei des Öffentlichen. Das heißt, wir wollen den Mächtigen in Wirtschaft und Finanzen durch eine couragierte Steuerpolitik und durch stärkere Regulierung Grenzen setzen. Die Linke steht für eine neue soziale Idee, was darauf zielt, nicht zuletzt durch Mindestsicherung, Mindestlohn und Mindestrente sowie bezahlbare Mieten und Energie und eine gerechte Gesundheitspolitik Mindestsicherung und soziale Sicherung zu erreichen. Zum Dritten, die Partei Die Linke ist die Partei der guten Arbeit und kämpft gegen den Abbau sozialer Rechte. Die Linke versteht sich als Partei des sozialökologischen Umbaus und will ökologische Belange auf allen Handlungsfeldern verankern. Und letztlich, die Linke bleibt bei ihrem konsequenten Nein zu Krieg und steht für eine aktive Friedenspolitik. Wir werden im Wahlkampf in den nächsten Monaten unser klares politisches Angebot den Wählerinnen und Wählern unterbreiten, nicht anderen Parteien. Rote Haltelinien und ein Reformprogramm sind für uns zwei Dinge, die zusammengehören, um glaubwürdig Politik gestalten zu können. Wir werden in diesem Wahlkampf keine Materialschlacht seitens der Linken erleben. Wir setzen auf einen Mitmachwahlkampf. Die authentischsten Botschafterinnen und Botschafter der Linken sind die Linken selbst, nämlich die Mitglieder dieser Partei. Wir werden einen aufklärerischen Wahlkampf gestalten, der einlädt zu mitmachen, der provokant sein wird und mitunter auch spektakulär. Mitmachen beginnt unmittelbar heute mit der Debatte zum Wahlprogramm. Wir haben uns vorgenommen, das beste Wahlprogramm aller Parteien zu schreiben. Da die Öffentlichkeit uns so gut wie alles zutraut, werden sie uns auch das zutrauen. Allerdings will ich auch sagen, wir setzen darauf, dass wir dieses Wahlprogramm gemeinsam mit vielen Bürgerinnen und Bürgern, unseren Mitgliedern und Sympathisantinnen und Sympathisanten schreiben und formulieren werden. Wir beginnen heute mit einer ersten Phase auf einer Online-Plattform unter parteidebatte-die-linke.de, aber auch auf dem klassischen analogen Weg können sich Bürgerinnen und Bürger, die Mitglieder, an dieser Diskussion beteiligen. Wir werden sie anhand von Leitfragen strukturieren und das Feedback, was uns dort erreicht, wird in einem ersten Entwurf sein Ergebnis finden, der im Februar veröffentlicht wird im kommenden Jahr. Und daran wird sich eine zweite Debattenphase anschließen, wo alle aufgerufen sind, zu diesem ersten Entwurf unmittelbare Änderungsanträge zu formulieren. Ich will zweitens etwas sagen zur Lage in Syrien. Die Gefahr ist groß, dass sich der Konflikt an der syrisch-türkischen Grenze zu einem Flächenbrand in der ganzen Region ausweitet. Es handelt sich auch nicht mehr nur um eine Auseinandersetzung zwischen der Türkei und Syrien.
mit den Unterstützungserklärungen der NATO-Staaten für das türkische Vorgehen ist auch die NATO faktisch Teil dieses Konfliktes geworden. Diese Situation ist äußerst besorgniserregend. Der Parteivorstand hat am Wochenende auch eine Erklärung zu diesem Problem verabschiedet unter dem Titel »Kein Öl ins Feuer gießen, kein Krieg gegen Syrien«. Unsere Forderungen auch in dieser Erklärung sind, alle Menschenrechtsverletzungen sowohl durch das Assad-Regime als auch durch die Freie Syrische Armee, durch islamistische Kämpfer oder andere müssen ein Ende haben. Jegliche Verfolgung von demokratischen Bewegungen und religiösen Minderheiten muss beendet werden. Die militärische Interventionsermächtigung des türkischen Parlaments muss zurückgenommen werden. Und Waffenlieferungen gleich welcher Art, ob nun von Russland an den Staat Syrien oder von Saudi-Arabien, Katar, der Türkei oder anderer NATO-Staaten an die Aufständischen, müssen unterbunden werden. Ein Einmarsch türkischer Truppen in Syrien wäre offener Krieg. Es muss international alles unternommen werden, um das zu verhindern. Dazu gehört auch, alles zu unterlassen, was die Konfliktparteien als direkte oder indirekte Ermunterung zum Weitermachen verstehen würden. Wir fordern die Bundesregierung auf, sich in NATO und EU dafür einzusetzen, dass sie und ihre Mitgliedstaaten nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen. Drittes Thema, die Debatte um die Nebeneinkünfte. Mit der Kanzlerkandidatur von Peer Steinbrück hat diese Diskussion wieder eine breite Öffentlichkeit erreicht. Ich freue mich darüber, dass wir diese Debatte erneut in der Öffentlichkeit haben. Prinzipiell gilt bei dem Thema Nebeneinkünfte, Klarheit und Wahrheit muss gelten. Aus unserer Sicht führt kein Weg daran vorbei, dass alle Abgeordneten ihre Nebeneinkünfte und deren Herkunft transparent machen. Wir müssen darüber hinaus eine Debatte darüber führen, wie sichergestellt werden kann, dass Mandatsträger wirklich den Wählerinnen und Wählern verpflichtet sind und nicht zuerst anderen Auftraggebern. Ein Zustand, dass jemand wie Patrick Döring neben seinem Mandat mindestens 3 weitere Gehälter bezieht, ist jedenfalls nicht das, was sich aus meiner Sicht die Verfassungsväter vorgestellt haben, als sie die Unabhängigkeit von Abgeordneten von Weisungen festgeschrieben haben. Letztlich zum Thema Altersarmut. Auch dieses Thema hat am Wochenende medial wieder eine größere Aufmerksamkeit bekommen. Auf Anfrage der Linken musste die Bundesregierung einräumen, dass die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland seit der Jahrtausendwende im Schnitt 1/5 ihrer Kaufkraft eingebüßt haben. Im Schnitt heißt das für den Osten sogar ein realer Verlust des Rentenzahlbetrages des Jahres 2011 gegenüber dem Jahr 2000 von 1/4 zu verzeichnen ist. Und inzwischen ist auch klar, dass der Kaufkraftverlust für Rentnerinnen und Rentner sich auch im kommenden Jahr fortsetzen wird. Dieser Kaufkraftverlust geht auf das Konto aller Bundesregierungen seit 1998. Er ist Folge politischer Entscheidungen. Zum einen der Absenkung des Rentenniveaus auf 43%, zum anderen der Ausweitung des Niedriglohnsektors von Hartz I bis Hartz IV. Und nicht zu vergessen die fortgesetzte Weigerung der Politik, die Renten in Ost und West anzugleichen. Es liegt also auch in der Entscheidungshoheit von Politik, dies zu ändern. Über die verschiedenen rentenpolitischen Forderungen habe ich hier mehrmals informiert unsererseits. Ich will heute noch mal auf einen Punkt ausdrücklich zu sprechen kommen. Das ist die Rentenlücke zwischen Ost und West. Die Kanzlerin hat 2009 versprochen, die Rente in dieser Legislaturperiode anzugleichen. Seitdem ist nichts passiert. Allerdings stelle ich fest, dass seitdem die Linke dieses Thema auf die Tagesordnung gesetzt hat, in die schwarz-gelbe Koalition Bewegung kommt. Der Druck hat sich also gelohnt. Allerdings stelle ich auch fest, er reicht noch nicht aus. Wir haben deshalb auch
über eine weitere Aktion befunden und sie gestartet, nämlich in den ostdeutschen Landesverbänden eine Postkartenaktion zu starten. Frau Bundeskanzlerin, halten Sie Wort, Altersarmut stoppen, Ostrenten anpassen. Ich setze darauf, dass es eine breite Mobilisierung für diese Aktion gibt und der Bundeskanzlerin auch damit noch einmal verdeutlicht wird, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Es bleibt klar, sollte es keine Bewegung in der Sache geben, wird dieses Thema auch im kommenden Jahr eine Rolle spielen. Die Bundeskanzlerin kann entscheiden, ob wir dieses Thema im Wahlkampf verhandeln müssen oder ob es vorher eine Lösung gibt. Herzlichen Dank.